Willkommen zurück hier auf meinem kleinen Rollenspielkanal. Heute wieder Hexen 1733 und zwar die Dämonenbrut. Das ist ein Abenteuer zu Hexen 1733. Ich hoffe, dass jetzt hier alles mit dabei ist. Ich gehe davon aus, dass ihr wisst, dass Hexen 1733 ein Horror-Fantasy, Dark-Fantasy-Rollenspiel ist. Und es ist auch so von der Sache, um was es geht und von den Designs. Und es ist schon sehr hochwertig und auch richtig, also es ist toll, dass ich sowas in meiner Sammlung habe. Es ist, sowas habe ich noch gar nicht, ne? So ein Hexenjäger, Monsterjäger, Bloodborne-Mix. Ja, also es ist, ja, es bereichert meine Sammlung ungemein. Und ich hoffe, ich spiele das dann auch bald mal. Und ja, jetzt noch mal eine kurze Bitte an euch, wenn ihr Twitter nutzt, dann schaut auch mal rein auf meinen Twitter-Account. Findet ihr unten in der Infobox einfach mal folgen, dann bekommt ihr auch immer die neuen Infos, wann ein neues Video kommt und könnt dann entscheiden, interessiert mich oder interessiert mich nicht. So, wir fangen an. Ich sehe gerade, der Akku ist relativ leer. Der ist jetzt auf einmal von fast voll auf ganz leer geschossen. Anscheinend war die Anzeige vorher falsch. Vielleicht schaffen wir es noch, ansonsten muss ich einen Schnitt machen. Dann muss ich das schneiden. Also wenn ich auf einmal so komisch weg bin, werde ich euch schon sagen. Wenn ich wieder ansetze. So, ach, hier ist schon ein Bernhard. Ne? Das ist so ein Dämonentyp, den wir auch in den Sammelkarten zu den Dornen, Königreich der Dornen drin hat. So. Die Dämonenbrut, ja. Es ist alles einfach nur hier in so einem. Es ist so ein Heft. Und zu diesem Heft gehören dann auch noch diese Unterlagen hier. Die waren da mit drin. Und auch hier diese Ausstandsmarker. Diese sind jetzt mal auf einer leichten Pappe, nicht nur auf Papier. Ist aber wirklich dünne Pappe, ne? Aber schön, dass es dabei ist. Und der hier ist mir eben schon rausgefallen. Und ja. Okay, das heißt, wir haben wieder Marker, Marker, Marker. Dann haben wir. Ich komme ja erst zur Anlage, weil es einfach jetzt dabei ist. Hier so ein Auszug aus einem Buch. Sieht so ein bisschen aus wie aus einer Bibel, so eine handschriftlich übersetzte Bibel. Rückseite ist leer. Dann haben wir einen Brief. Einen handschriftlichen Brief hier, schön mit dem Hexenjäger-Logo, auch Rückseite leer. Und mein Akku fängt schon an zu blinken. Ich werde jetzt hier einen Break machen und wenn der wieder voll ist, mache ich weiter. Aber für euch ist es ja nahtlos. Bis gleich. Leute, weiter geht's hier. Der Akku ist wieder frisch geladen und bei mir ist jetzt schon ein neuer Aufnahmetag. Ich habe dann beendet, weil es einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Und das Schöne ist, meine Katzen arbeiten ja mit. Achso, ich bin übrigens der Dan, schön, dass du wieder dabei bist. Ach nein, Moment, ich brauche keine Anmoderation, ich bin ja schon mitten im Video. Meine Katzen arbeiten mit, sie haben hier angefangen, das Pergament quasi noch ein wenig realistischer zu versauen. Ne? Also wenn Papier mal ganz kurz rumliegt, dann kann das schon mal sein, dass die eine oder andere Katze auf den Gedanken kommt, ui, da könnte ich mich mal drauflegen. Ne? Oder da könnte ich mal meine Krallen ausprobieren. Ne? Gut, Leute, wir sind frisch, fromm, fröhlich, frei hier in dem Abenteuer für Hexen, Dämonenbrut. Ne? Als ich es beim Crowdfunding gelesen habe, habe ich mich gefreut, dass es jetzt hier so auf so einem, ja, so einem Heftchen kommt, zum Lapperheftchen, finde ich jetzt ja, durchwachsen. Aber wie gesagt, es muss auch alles bezahlt werden. Ne? Es muss alles bezahlt werden und war ja quasi nur so ein Extra. So, ich trinke jetzt noch mal einen Schluck Kaffee. Also auch wenn ein neuer Tag ist. Ein neuer Tag ist immer auch ein neuer Kaffee. Ne? So. Okay, dann wollen wir mal schauen. Dämonenbrut. Mal gucken, was kurz zum Vorwort. Das Kurzabenteuer Dämonenbrut soll die Spieler in die dunkle, gefährliche Welt von Hexen 1733 einführen. So. Ach, muss man hier ein bisschen an.
anpassen. Also ähnlich wie der Schnellstarter, ne? Es wurde als Kurzabenteuer konzipiert, das sich mit wenig Vorbereitung spielen lässt. Dadurch, dass es innerhalb von 2 bis 3 Stunden gespielt werden kann, ist es auch für Spieltreffen und Conventions geeignet. Okay. Also auch ähnlich wie der Schnellstarter. Der Schnellstarter war ja so ungefähr Zeitansatz 2 Stunden. Meiner Erfahrung nach sind diese Zeitangaben meistens fragwürdig. Man braucht meistens länger. Ich weiß nicht, warum da immer nur so eine kurze Zeit angegeben wird. Naja, es ist halt dann natürlich... Es lädt zum schnell so ein, so nach dem Motto, ja komm, wir spielen jetzt mal schnell eine Runde. Ist ja bei Brettspielen auch so, ne? Dass man, da steht immer drauf, Spielzeit 20 Minuten. Und ihr denkt euch, was? 20 Minuten? Ja, das ist dann die minimale Zeit mit den wenigsten Spielern und der optimalsten Lösungsweg, ne? Ich glaube auch auf dem Spiel Arkham Horror steht auch Spielzeit 1 Stunde. Ja, so viel braucht ihr allein für den Aufbau. Das wollen wir mal kurz hier festhalten. So, Start des Abenteuers. Na gut, Hintergrundwissen. Eine unheimliche Begegnung. Ja, schauen wir mal rein. Abenteuerverlauf. Die Jäger haben sich im Burgunderhof für die Nacht einquartiert, als sie Zeuge werden, wie ein harmloser Mann, Sigismund Tauber, von einer dämonenartigen Kreatur, seiner verwandelten Tochter Annemarie, attackiert wird. Als heldenhafter Jäger greifen sie in den Kampf ein und besiegen Annemarie. Doch Sigismund Tauber ist zu verletzt, um Antworten geben zu können. Immerhin finden sie in seinem Besitz den Dämonenschädel und eine krakelige Notiz, die einen Hinweis auf den Wächterbund liefert. Okay. Dann folgt man der Notiz und der Wächterbund ist dann quasi so ein wenig wie sagt man da, indoktriniert? Nee, ist falsch. Na gut, hier haben wir jetzt einen Abschnitt über das Hintergrundwissen, also ihr werdet dann auch ausgestattet mit so ein paar Dingen. Und ich würde ja gern sowas mal leiten. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe leider keine so eine feste Gruppe. Und ich habe immer mal wieder die Motivation und suche mir irgendwie was. Dann schreibe ich ein paar Online-Foren an und so. Und dann geht das alles wieder Bach runter, weil ich irgendwie dann vergesse, da mal nachzugucken oder einfach keine Zeit habe oder es passt. Oder man findet auch nichts. Man muss echt suchen. Aber ich muss endlich mal wieder mal irgendwie so eine feste Gruppe suchen, wo man mal wenigstens mitspielen kann. In letzter Zeit spiele ich echt viel zu wenig. Ey. Man lässt das alles immer so ein bisschen schleifen und das möchte ich eigentlich nicht. Am liebsten wäre es mir wirklich so eine monatliche Gruppe oder eine zweiwöchentliche Gruppe. Mal gucken. Lieber offline als online. Ne? Aber zur Not würde ich auch eine Online-Gruppe nehmen. Aber ich muss mich da echt mal reinfuchsen. Am besten wäre eine Gruppe, das ist halt auch schwierig, eine Gruppe zu finden, die auf der einen Seite ein festes System hat und auch das nur tiefgreifend spielt und auf der anderen Seite aber so experimentierfreudig sind, dass man da auch mal was Neues ausprobieren kann. Gerade ich habe ja viel Zeug, ne, was ich gerne mal ausprobieren würde dann, im Live-Test, ne? So, also gut, ist ein typisches Abenteuer, die Helden sind irgendwo und geraten dann quasi in eine, ja, ich nenne es mal lieber Situation, ne? Verschwörung kann man es ja nicht nennen. Es wird halt viel unterwandert. Schön finde ich halt, dass man ich habe jetzt mittlerweile nur dadurch, dass ich das Crowdfunding mitgemacht habe, habe ich jetzt schon etliches hier so in Chipform, beziehungsweise kann das dann kopieren, ausdrucken oder irgendwas, ne? Jetzt im Schnellstarter zum Beispiel. Würde ich jetzt nicht rausschneiden aus dem Schnellstarter. Das Bunte, das würde ich dann eher fotokopieren oder so. Und hier haben wir noch mehrere Marker. Das sind jetzt auch Marker dabei, die mir zum Beispiel fehlen, ja? Die ich vielleicht gar nicht habe in meinem Markerset. Also ich denke mal, auch hier mit diesem Standard-Markerset, ich denke mal, da bin ich ausgerüstet. Könnte ich eigentlich machen, dass ich die Marker einfach mal rausnehme, hier aus dem Stanzbogen und dann da in das Tütchen mit reinpacke, dann ist das alles ein bisschen zusammen.
von der Organisation, da habe ich jetzt auch noch nicht so viel, noch nicht so viel Ahnung, wie ich das jetzt am besten machen soll. So, ja, gut, okay. Also wir brauchen uns jetzt hier auch nicht unbedingt länger aufhalten, als Not tut. Wir haben den ungefähren Ablauf haben wir uns angeguckt. Die Handouts werden nochmal kurz erklärt. Das sind die Sachen, die wir, die ich euch ja am Anfang schon gezeigt habe, die Briefe und so. Und hier haben wir jetzt, achso, das war das Heft, das Abenteuer zum Spielleiterschirm, zum Hexenmeisterschirm. So, also Dämonenbrut, wie gesagt, eine Familie wird von einem Dämonenkind, so ein bisschen exorzistmäßig stelle ich mir das vor, angegriffen und dann geht das alles dann in die dunklen Gefilde, die in dem örtlichen Hexerbund wohl Einzug gehalten haben. Naja, okay. So, also, das ist der Spielleiterschirm. Ich habe ja schon angemerkt, dass hier leider ein Grafikfehler entstanden ist. Ich hoffe, dass das bei den späteren Publikationen dann nicht mehr so ist. Hier wurde quasi das Logo, was eigentlich alles, also in der ersten Ebene ist und alles überlagern sollte, wurde hier leider abgeschnitten durch ein anderes Bild, was hier reinkommt. Ist jetzt nicht so dramatisch, aber es fällt halt echt, ist mir sofort ins Auge gefallen, als ich das ausgepackt habe. Ja. Ansonsten ist der echt wunderschön gemacht. Ich zoome mal ganz raus. Ja. Raben sind ja hier bei Hexen das zentrale Ding. Ist auch im Logo mit drin, seht ihr ja. Wunderbar. Der ist super neutral. Und sehr, sehr stimmungsvoll und echt stabil. Also es ist richtig dicker Meisterschirm. Und ich habe bei DSA ähnliche Qualität. Aber ich muss sagen, es gibt diese ganz, ganz schlechte Qualität eigentlich kaum noch. Also ich habe irgendeinen habe ich, der ist ein bisschen lappriger. Der ist von Deadlands, von der alten Version. Ansonsten sind die mittlerweile alle so, auch der von Midgard zum Beispiel. Alles sehr, sehr stabil und auch gut verarbeitet und gefällt mir alles sehr gut. So, ich gehe jetzt mal näher ran hier. Gucken, wie ich das am besten hinkriege mit der Cam. Ich habe gestern so ein bisschen meine Videos nochmal so ein bisschen gecheckt. Ich versuche jetzt immer unten in der Infobox für euch einen Link zu der jeweiligen Playliste zu machen, weil ich sortiere alles in Playlisten ab. Ja? Wenn ihr Hexen sucht, alles hat eine Hexen-Playlist. Wenn ihr Fate sucht, alles hat eine Fate-Playlist. Wenn ihr Star Wars sucht, alles hat eine Star Wars-Playlist und so weiter. Also ihr findet alles unter Playlisten. Müsst es halt nur mal auf meinem Kanal schauen. So, und ich werde jetzt aber, das wurde mir auch schon mal geraten von einem Zuschauer, das macht einfach Sinn, ich werde unten in der Infobox immer einen Link einfügen direkt zur Playlist, damit ihr da nicht lang rumsuchen müsst. Ja? Ich verstehe das schon, dass einige Leute da dann keinen Bock haben, da als rumzuklicken und so weiter. Und viele Leute, das ist mir erst im Nachhinein so richtig bewusst geworden, gucken dann auch mit dem Tablet oder auch mal mit dem Handy oder vielleicht sogar nur über den Fernseher, über die Playstation, sonstiges. Und da ist es dann vielleicht besser, wenn man jetzt über Tablet zum Beispiel da dann direkt den Link hat zur Playlist. Und anstatt dass man da alles rumklickt, das ist meistens sind auch die Apps nicht so geil gemacht. Schluck, Kaffee, kleiner Schluck. So, also, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den Meisterschirm schon mal gezeigt. Es ist jetzt auch nicht wirklich so, dass man sagen muss, das ist jetzt der große neue Wurf. Es ist einfach das, was es ist. Es ist das, was man braucht. Ne? Und ich hoffe, es gibt da auch jetzt nicht wieder tausende Meisterschirme. Zu jeder Story gibt es einen eigenen Meisterschirm und so. Das muss nicht sein. Also wir haben einmal hier Kampf. Die Waffentabelle, das sind erstmal alle Waffen drin. Die sind ja alle so ein bisschen zusammengefasst. Mit allen Werten. Okay, das ist wunderbar, wenn man so aus dem Stegreif auch was zusammen sich zusammenschreibt. Oder wenn man auf einmal aus dem Erzählen heraus merkt, das ist aber ganz schön schwach,
was ich da eingeplant habe für meine Gruppe und pack nochmal 2 Schleuderkämpfer da rein, dann habe ich hier halt auf jeden Fall die Werte, ne? So, oh, das muss ich euch zeigen, Leute. Oh, da ist meine Päckchen da. Guckt sie euch an. Oh, eben haben sie sich ein bisschen gefetzt und jetzt wird sich entschuldigt. So. Ach, die 2 machen mir echt immer gute Laune. Also, kann ich nur empfehlen, Katzen oder Tiere allgemein. Ne? Auch ein Hund, bin niemand, der per se jetzt irgendwas da bevorzugt. Ich habe halt 2 Katzen, weil es besser hier ist mit der Haltung. Ne? So, jetzt haben wir hier typische Aktionen für Jäger. Es wird ja alles mit so Aktionspunkten irgendwie gemacht. Und da sind jetzt Aktionen nur für Jäger. Das bedeutet, ich werde wahrscheinlich auch gleich noch Dinge finden bei NSCs, ne? So Aktionen nur für NSCs. Islam, ne? Oh, jetzt sind sie sich beide am Putzen. Ist ja schön, dass ihr euch nicht immer nur fetzt, sondern dass ihr euch auch mal putzt. Sorry. So, dann haben wir Initiativenübersichten über Kampfgebiete, Angriffsproben. Okay. Ich finde es ein bisschen überladen mit Text. Das fand ich auch schon auf den Karten. Es war sehr, sehr viel Text. Es ist halt eine Entscheidung, eine Designentscheidung, wie man das alles so macht. Ich finde es ein bisschen zu überladen. Weil, wenn man viel Text hat, dann neigt man auch dazu, sich dann zu verirren. Ne? So, dann haben wir hier Zustände, da gibt es ja etliche Zustände. Das ist eine ganze Seite, nur mit Zuständen, mit Furcht, mit Verbrennungen, mit Fluch, mit Vergiftung, Verzauberung, Stummheit und so weiter. Okay, also da werden wir. Das ist halt was man auch wirklich immer braucht. Es ist einfach so, im Kampfgeschehen, da passiert mal irgendwas und da müsste man das ständig nachschlagen. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig. So, NSCs führen, das ist jetzt die nächste Seite. Jetzt bin ich mal gespannt, da habe ich jetzt noch nicht so im Detail reingeguckt. Schadenszusätze für NSCs, erfolgsbasierend. Okay, Blutheilung, äußerer Schaden, Malus, innerer Schaden. Okay, Säureschwäche, Erfolge reduzieren, Q. Schadenszusätze für NSC, nicht erfolgsbasierend, also panzerdurchdringend. Oh, jetzt prügeln sie sich. Ah, mein Gott, diese Katzen. Aber nur kurz. Es ist immer nur, da fliegt eine Pfote und noch eine Pfote und dann ist gut. Ich zeig's euch. Ach, Leute, komm. Ich zeig's euch. Ich bekomme ja immer mal wieder eine Geschichte hier. So, da wird sich jetzt angeguckt. Das ist so ein bisschen so ein Bonus-Track. Tut mir leid, wenn ich das jetzt unterbrechen muss. Aber und da geht's los. Da gibt's jetzt 1-2 Pfoten. Und jetzt ist der Kiki weg. Kiki ist immer der meistens ein bisschen abhaut. Und der Mickey hat ein neues Plätzchen. Ist das schön. Ach man. Ich versuche, also wenn das so harmlos ist wie jetzt, gehe ich nicht dazwischen. Es gibt manchmal eine Rauferei, da sage ich jetzt ist Schluss. Ne? Das möchte ich dann nicht, aber das war jetzt in Ordnung. War ein fairer Kampf. So, lasst uns zurückkommen zu den NSC. Führen offensive Gegner, beschützende Gegner. Aha. Das ist ja toll. NSC-Strategien. Ja, das habe ich ja fast wieder vergessen. Ah, mein Wissen ist noch viel zu klein über Hexen. Ich vergesse auch wieder vieles. Es gibt diese tollen Strategien. Das hilft natürlich auch einem Meister sehr bei den Kämpfen, weil es gibt einfach Leute, die sind wunderbar im Geschichten erzählen, aber die haben halt keine Ahnung von Taktik. Ja? Also die stellen die Gegner dann einfach irgendwie auf. Ne? Und das führt halt dazu, dass manchmal, nicht jetzt generell, ne? Aber dass manchmal halt Gegner, die eigentlich voll gut sein sollten, irgendwie voll dumm rüberkommen, ja, oder voll einfach zu besiegen sind oder so. Das ist so dieses Sturmtruppler-Prinzip, so nenne ich das, ne? Die Sturmtruppler sind ja eigentlich eine Elite-Kampfeinheit, werden aber in den alten Star Wars-Teilen halt einfach nur weggeballert wie Fallobst. So, wir beeilen uns jetzt ein bisschen. Hier gibt's jetzt. Oh, Entschuldigung. Ach Leute, was ist los? Wie gesagt. So. Also, schön, dass es hier diese Strategie nochmal gibt. Hätte es jetzt nicht unbedingt hier gebraucht.
Weiß ich nicht. Das müsste man aus dem Spiel heraus sehen, weil das ist für mich eher was, was man vielleicht nochmal auf dem Zusatzblatt machen könnte. Aber, naja. Okay. Und das ist jetzt auch was, okay, ich, wie gesagt, es muss, warum muss ich jetzt hier die NSC-Erschaffung nochmal drauf haben? Also entweder ist das System echt so kompakt, dass man sagt, okay, macht keinen Sinn, was anderes draus zu machen. Aber hier, die NSC-Erschaffung finde ich hier Platz verschwendet. Da hätte man lieber nochmal was anderes drauf machen können. Meinetwegen ein paar Gegnerwerte. Ja, ein paar Standardgegner oder so. Das wäre mir wichtiger gewesen als jetzt hier sowas. Okay, gut. Sei es wie es soll, muss man im Spielverlauf sehen, ob es Sinn macht. Die Leute haben sich ja was dabei gedacht. Ja, die haben ja nicht ohne Grund das so aufgenommen. So, jetzt wisst ihr, was im Spielleiterschirm drin ist, ob der für euch was ist oder nicht. Die Dämonenbrot-Geschichte ist ja, glaube ich, eh immer dabei. Danke für die Aufmerksamkeit und im nächsten Video widmen wir uns dann den Werkzeugen des Hexmeisters, der Box. Schauen wir mal, wie viele Videos wir brauchen und ja, macht's gut, Leute. Ciao.